Seit 17 Jahren weht er nun schon durchs erste, ja klar, die Fans wissen Bescheid, der Sturm der Liebe. Rund 20 Traumpaare haben in der Telenovela inzwischen zueinander gefunden. Doch zum ersten Mal haben sich zwei der Hauptdarsteller tatsächlich ineinander verliebt. Und die beiden hatten jetzt einen gemeinsamen Auftritt beim großen Sturm der Liebe-Fantag in München. Viola Wedekind ist für einen Tag zurück im Sturm der Liebe-Team. Ende Juni ist die Schauspielerin als Ariane Kahlenberg aus der Telenovela ausgestiegen, nach 2 Jahren Drehzeit, die sie genossen hat. Weil sie die Arbeit sehr mochte und auch die Kolleginnen und Kollegen. Einen davon hat sie besonders ins Herz geschlossen. Mit Sven Basner hatte Viola Wedekind zunächst nur in der Serie eine Liebesbeziehung. Doch nach vielen Filmküssen sind die beiden inzwischen auch im wahren Leben ein Paar. Ein Sturm der Liebe hat sie privat erwischt. Wir haben uns halt nicht in der U-Bahn kennengelernt, sondern beim Sturm. Also irgendwo, ich denke, die meisten werden auf der Arbeit, wie man so schön sagt, ihre Partner treffen. Und man arbeitet natürlich zusammen und wenn das dann passt und dann es hat gepasst. Im Frühjahr 2020 ist Viola Wedekind bei der Telenovela eingestiegen. Damals war sie noch mit dem Vater ihres Sohnes glücklich. Die beiden hatten sie auch am Set besucht. Doch kürzlich gab die Schauspielerin bekannt, Michael und ich haben uns schon vor längerer Zeit friedlich und einvernehmlich voneinander getrennt. Auch Sven Basner trennte sich von seiner Ehefrau. Erst dann gingen die zwei Telenovela-Stars eine Beziehung ein. Ihre Gefühle zueinander haben sich wohl langsam während der gemeinsamen Drehs entwickelt. Weißt du eigentlich, wie gut du mir tust? Und du mir. Wir wollen das eigentlich auch ganz gerne für uns behalten, ehrlich gesagt. Also wir haben ja auch beide Familien und das funktioniert alles sehr gut. Und wer, wie, was, warum und wann genau und wie, da haben wir uns beide entschieden, dass nur uns was angeht und vielleicht unsere Nächsten. Und alles andere teilen wir gerne mit der Öffentlichkeit. Genau, es geht allen gut. Sitzen alle warm und trocken, genauso ist es, ja. Von den Fans sei viel positives Feedback gekommen und auch die dürfen beim großen Spezialtourentag im Glück schwelgen. Nach 2 Jahren Pause endlich wieder die Serienlieblinge persönlich treffen, in den Originaloutfits der Stars stöbern, Requisiten shoppen oder sich einfach mal im Fürstenhof umsehen. Auch wenn das Programm diesmal deutlich reduzierter ist als früher und die Zahl der Gäste, Schauspielerinnen und Schauspieler begrenzt, für viele geht ein Traum in Erfüllung. Ich habe die Serie entdeckt, wie ich mit meiner Großen schwanger war. Das war vor 16 Jahren. Und seitdem bin ich gefesselt. Ich finde den Blick hinter die Kulissen richtig toll, dass man da mal reinschauen kann, wie das alles so gedreht wird. Ja, ich finde tatsächlich die Kostüme sehr interessant, einfach mal zu sehen, was sie anhaben und das halt einfach auch mal anzuprobieren. Also das Schöne ist, dass man endlich mal die Schauspieler live erleben kann bei sowas und sie Autogramme holen kann. Und vor allem, weil der Sohn so begeistert von der Serie ist. Und die Box, ja, er hat einen Haufen Lego und da ist die Box optimal, dass er das Lego sammeln kann. Die Darstellerinnen und Darsteller sind berührt von so viel Zuneigung und Treue. Also ich bin immer wieder überwältigt, wie viel positive Energie einem hier von den Fans entgegenschwappt. So einen direkten Kontakt wie heute zu kriegen, ist einfach mega und macht großen Spaß. Wie viele Menschen man auch berühren kann und wie viele Leute man irgendwie so ein kleines Lächeln am Nachmittag aufs Gesicht zaubern kann, das ist wirklich schön. Naja, ohne Fans kein Sturm, würde ich mal sagen. Also ihr müsst einschalten, weil sonst, wer schaut uns sonst an? Und die Fans werden künftig vermutlich noch lieber schauen, nachdem sie nun Stars und Kulissen live erleben durften.